mit dem Parasiten spielen. Und da sind wir mal gespannt. Wir sehen schon die beiden Leute, die wieder mal spielen. Wie das Turnier sich fortsetzt, wurde Joey von Willy Underwood herausgefordert. Aber was Joey nicht wusste, war, dass Willy seine unterhältigen Tricks wiederverwendete. Willy mischte seine Karten in Joeys Deck, um sicherzustellen, dass keiner von Joeys Strategien funktionieren würde. Wir werden es offen und ehrlich mit einem Duell regeln. Okay, lass es uns machen. Es ist in Ordnung für mich, aber wir werden uns zwei von Lokaita-Karten duellieren. Das ist, wenn du überzeugt überhaupt zwei hast. Es ist Zeit, sich zu duellieren. Oh, da gucken wir mal, was wir Schönes haben. Aha, schöne Karten eigentlich. Grabräuber. Eigentlich alles recht gute Karten. Und wir könnten ihn sofort angreifen. Das ist auch ziemlich nice. Und wir aktivieren diese Karte noch. Auch wenn sie auch von uns die ADK und alles ändern. Aber wir werden hier eigentlich trotzdem mehr Schaden machen als vorher. Deswegen gehen wir jetzt in die Battlephase. Können ihn direkt angreifen. Freut mich. Herzlichen Glückwunsch. Und wir gehen natürlich in die Endphase. Eine verdeckte Karte. Mehr macht er nicht. Naja, dann... Oh. Das ist natürlich... Die Karte ist richtig, richtig nice. Aber ich würde mal sagen, wir greifen mal seine wunderschöne Karte hier an. 2000! Fuck! Oh. Wir haben zweimal Babydrache. Geil. Was haben wir noch so Schönes eigentlich für Fusionskarten? Oh, Babydrache plus Alligator-Schwertkämpfer. Schick, schick. Oder eben Babydrache und Zeitzauberer. So, es ist natürlich die Frage, was machen wir denn Schönes? Wir können ja relativ nicht viel machen. Das ist ja die... Scheiße, wir gehen in die Battlephase. Wir könnten natürlich auch sein Monster holen. Gut, Einwand. Oh, Flip-Effekt. So, oh, der mit sein... Der wird bestimmt irgendeine Karte dann ziehen wollen. Das ist die Scheibenkleister. Wir können vor allem nichts machen. Also nichts Großartiges, sagen wir es mal so. Aber wir legen mal hier jetzt ein paar Karten verdeckt. Weil sonst haben wir zu viele Karten auf uns im Feld. Okay, wir setzen diese Karte noch und dann beende ich mal den Zug. Du bist dran. Ach nein, hätte ich bloß angegriffen. Oh, jetzt kommt seine Karte in mein Deck. Oh, der kleine Schwertkrämpfer. Ich würde mal sagen, die legen wir verdeckt. Weil vielleicht brauchen wir die mal irgendwann mal zum Opfern. Wir gehen in die Battlephase und greifen sein verdecktes Monster an. Wir haben immer noch sein 2000er Monster. Das ist natürlich... Das müsste man zerstören können. Das ist die Scheibenkleister daran. Oh, er hat eine verdeckte Karte. Die Karte ist auch noch. Die beiden Karten gleichzeitig. Oh. Ist das... Das wäre so göttlich. Wir können nichts machen. Das ist scheiße. Wir könnten schon was machen. Wir können seine Karte irgendwie zerstören, aber ich will das aufheben. Na, vielleicht wird er irgendwann mal... Ich gerade könnte ich ihn aktivieren. Nee. Die brauche ich nicht aktivieren. Ja, also irgendwann mal werde ich wohl die Karte gebrauchen können, weil wenn er überhaupt keine mehr hat, wäre es ziemlich nice. Nein, nein. Nein, ich möchte keine Karte aktivieren. Dann setzen wir noch diese Karte hier. Und dann bin ich mein Zug. Ja. Genau, er opfert jetzt und er legt ein 2200er Monster hin. Das war mir sowas von klar. Zug ändern. Ist die Sache. Wir aktivieren diese Karte. Aktivieren. Oh, ma, schade, mal 3. 2100 gerade mal. Hm. Er auch? Warum er auch? Och nein, das... Oh, da hat es ja überhaupt nichts gebracht. Verteidigungsposition? Setzen und beenden. Ich hoffe mal, die Karte, die werde ich jetzt mal aktivieren. Mit guter Hoffnung wird das jetzt eine hohe Zahl, dass er mich nicht angreift. 4 mal 100. Naja, 2000. Fuck, er greift mich an. Nein, er greift... Oh, ja. Karten. 2400. Und er hat zwei... Ach, er hat auch 2400. Achso, er kriegt 200 ATK plus. Hä.
Das ist natürlich jetzt so eine Sache für sich selbst. Ich beende den Zug. Ich werde noch nicht liegen, weil ich habe Angst. Weil die Karte kann zerstört werden. Oh, kleine Motte. Was will der mit einer kleinen Motte jetzt anfangen? Der will bestimmt unbedingt angreife. Wenn man jetzt sein Monster an... Er wird... Komm, hier, Flippbeschwörung. Er wird mich angreifen wollen. Das ist die... Das ist doch sein Sinn dahinter. So, und jetzt kann ich den nämlich nicht mehr... nicht mehr umdrehen. Das ist die Scheiße. Und beenden unseren Zug. Oh, jetzt wird er mich angreifen wollen. Warum greift er mich nicht an? Ich kapiere das nicht, warum er mich nicht angreift. Irgendwie... So, das bringt nichts, wenn wir die Karte legen. 1500, was aktiviere ich denn dann für eine Karte? Ach ja, hier, Bodenlose. Genau, die Karte wird zerstört. Also ist seine Karte auch mal weg. Ich muss die Karte wegkriegen. Was haben wir denn hier für Karten hier drin? Zeig mir ja. Nichts Besonderes. So, dann machen wir... Wir machen es ganz einfach. Wir setzen wieder Geburt. Wir holen uns wieder. Warum nur von seinem Deck? Hä, warum kann ich nur von seinem Deck wieder? Scheibengleis, das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. Fuck. Beenden. Das war so nicht geplant. Scheibengleis. Ja, aktivieren. Nee, bringt mir... Nee, das bringt mir... Vor allem nur von seinem Friedhof. Oh nein. Ja komm, holen wir uns die Karte wieder. Bringt mir eh nicht viel, dass er jetzt... Was hat denn das gebracht jetzt? Gut, ein Monster-Aspekt zum Glück. Oh nein, oh nein, oh nein, 2800. Wow. Hat das was gebracht? Fuck, hätte ich den bloß vorher angegriffen. Ja komm, setzen, was anderes bringt mir das jetzt nicht. Was sollen wir denn machen? Na, wir hätten sein eines Monster angreifen können. Mal drei, wow. Ja, kommen wir aktivieren. Effekt aktivieren. Wir können seine Karte nutzen, an die angreifen. Er wird zerstört, genau. Und dann, jetzt hat er zwei von diesen Mistviechern. Ja. Gut. Ich kapiere. Ich kapiere den Witz. Sehr lustig. Ja, mir fällt ja gerade was ein. Komm, wir legen einen Babydrachen weg. Dann können wir den Alter! Zeitzauberer beschwören. Den Effekt aktivieren. Und jetzt hoffen. Ja! Alle seine fucking Karten sind zerstört. So. Jetzt können wir Fusion aktivieren. Holen uns den Drachen wieder. Haben dadurch einen Platz noch auf dem Feld. Oh, endlich, endlich, endlich. Der Tausenddrache. Angriffsposition. Flipbeschwörung. Angriffsposition, Flipbeschwörung und er ist tot. Wenn jetzt nie irgendeine Karte zum Verteidigen oder sowas, er ist tot. Er ist einfach tot. Oh, wie geil ist das denn bitte? Yeah. Ist das nice? Willkommen in der Verliererstadt. Vive, Bevölkerung. Du. Ich habe verloren. Ja. Aber warte, warte. Okay, Vive. Reiche sie rüber. Deine Insektenkönigung oder zwei Locator-Cards. Erbarme dich. Erbarmen? Du hättest dran denken sollen, bevor du dich entscheidest zu betrügen. Jetzt, wie du duellierst, bist du raus vom Turnier. Nice. Oh, den A-Operation. Och, geil. Leute, ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Moment einen Daumen nach unten, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt oder auch nicht. Wir haben noch 1, 2, 3, 5, 6, 7 Parts noch bei Yu-Gi-Oh!
Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.